Hallo und herzlich willkommen zu Entdeckt unsere Welt Teil 2 im ersten Teil, zu dem es jetzt einen Link geben wird, irgendwo im Bildschirm. Habe ich Meinenberg und Sebisberg und die Fabrik und ein paar Sachen in Spawn Village gezeigt und jetzt gehen wir gleich weiter in Spawn Village, weil wir mit Spawn Village noch lange nicht fertig sind. Hier könnt ihr euch Essen holen, falls ihr Essen braucht. Da kommen Schnitzel raus, ja? Österreichischer Server, österreichische Schnitzel. So schaut's aus. Ich liebe Servertexturen. Da kommen nun endlich Schnitzel raus. Ihr könnt so oft drauf drücken, wie ihr wollt. Das nenne ich Technologie, ja? Unendlich Essen. Das ist ein Creeper-Kopf. Sehr hübsch. Okay. Hier ist ein Mülleimer. Das heißt, ihr schmeißt die Schnitzel dann wieder hinein, wenn ihr sie nicht essen wollt. Weil, wenn die einfach nur so rumliegen, ist das nicht schön. Und hier, das war die Feuerwerksrakete, die wir im vorigen Teil gehört haben. Da kommen Feuerwerksraketen raus, wenn ihr draufsteigt. Ja, das ist absolut unnötig. Ich weiß nicht, warum ich es erwähne. Egal. Das ist die Bibliothek, eines der Gebäude, das vor 2 Jahren im Survival-Modus gebaut wurde. Hier gibt es nicht wirklich etwas Besonderes, außer... Gott, ist das laut. Außer der Keller, in dem einige Schilder drinnen sind, die ich jetzt aber nicht vorlesen werde. Das ist so ein kleines verstecktes Dings hier am Server. So ein das ist sowas Typisches, das nur so da ist, um entdeckt zu werden. Aber das wollte ich euch erzählen, diese Schienen. Wir haben in Spawn Village nämlich diese kleine Bahn hier, wo ein Schaf dran vorbeifährt. Okay, alles klar, das ist die Schafbahn. Diese Bahn ist nur zur Dekoration da. Da fahren normalerweise Kisten-Minecarts, jetzt scheinbar auch Schaf-Minecarts herum. Man sieht, dass die fahren da aus meinem Berg raus, fahren da unter den ganzen Wegen durch, da durch, dann hier unter den Shop hinein, dann sieht man sie kurz im Keller auf der Bibliothek und dann kommen sie da wieder raus. Das sieht wirklich sehr interessant aus. Es ist ein Schaf im Kisten-Minecart, wie geht das überhaupt? Egal, das ist die dekorative Schafbahn von Spawn Village. So, das hier, ich habe es gerade gesagt, das ist der Shop bzw. das Lager. Früher, ganz früher, vor 2 Jahren, in der ersten Epoche des Servers, nein, in der zweiten Epoche, ja, ich bin draufgekommen, man kann die Servergeschichte in 3 Epochen einteilen. In der ersten Epoche war fast niemand da, da war das alles privat und da waren nur ein paar Freunde von mir und wir haben im Survival-Modus gespielt. In der zweiten Epoche hatten wir schon ein paar Plugins, da hatten wir auch schon Geld, also als Währung, Geld, ne, verstehst? Und da konnte man sich Blöcke kaufen. Ja, es gab eine Zeit, da konnte man oder musste man Blöcke kaufen. Und in der dritten Epoche, das ist das, was wir jetzt haben, ist mit Creative-Modus und den Lagern, wo man sich die Blöcke unendlich oft holen kann mit den Supply-Schildern und bla bla bla. Jedenfalls, das hier ist der erste Shop des Servers in Spawn Village. Das heißt, hier wurden Blöcke gekauft. In der zweiten Epoche, ja, bei uns war das so, man musste sich die einzelnen Blöcke kaufen. Nicht so wie bei anderen Servern, dass man ganze Stacks bekommt. Nein, einzelne Blöcke, weil wir hatten keine Ahnung, wie wir so ein Wirtschaftssystem aufbauen sollten. Deswegen ließen wir einzelne Blöcke verkaufen. Das Ganze war natürlich furchtbar zart und hat auch nicht lange gehalten, aber egal. Jetzt ist es so ein kleines Minilager, wo es ein paar Blöcke gibt. Natürlich bei weitem nicht alle, aber halt ein paar. Noch einmal, falls ihr nicht wisst, wie das geht, ihr macht einfach Rechtsklick auf das Schild und könnt euch das so aufnehmen, wie ihr wollt. Und macht es auf und es ist wieder da. So, jetzt habe ich das tun, wie es nicht machen. Okay. Also das ist das Shoppchen, das Schöppchen, das Lager von Spawn Village. Das ist die Bank, die jetzt keinen Sinn mehr hat, weil wir kein Geld mehr haben. Es gibt keine Währung, also nicht, wir haben, wir sind nicht pleite, es gibt einfach keine Währung mehr, es ist einfach weg. Der FCN-Dollar wurde abgeschafft. Aha. Es macht einfach irgendwie wenig Sinn, auf einem Server wie diesen eine Wirtschaft versuchen aufrechtzuerhalten, weil wenn schon so viele Leute Creative-Modus haben und es eigentlich nur ums Bauen geht, dann macht das nicht wirklich Sinn. Ich stehe hier auf einen kleinen Schafstall. Das ist Spawn Village Rasenmäher. Nein, das ist nicht die Spawn Village Rasenmäher Zuchtanstalt. Jetzt weiß ich, warum hier Schafe herumlaufen, weil das offen ist. Gott, geh wieder da rein. Jetzt weiß ich auch, warum da und die Feuerwerksraketen herumfliegen, weil die Schafe über die Druckplatte laufen. Spawn Village wird von Schafen überrannt. Und ich merk's nicht mal, Katastrophe. Egal. Warum ist hier dieser kleine Schafstall? Ganz einfach.
Das hat eine witzige Geschichte. Dieser Schafsstall ist nämlich nicht nur ein Schafsstall. Ich brauche ein anderes Wort für Schafsstall. Gehege. Okay, Schafsgehege. Egal, dieses Schafsgehege ist das älteste Gebäude, unter Anführungszeichen, von Spawn Village. Ja, das ist uralt. Dieser kleine eingezäunte Bereich mit dem Schafspawner in der Mitte, der war da schon, bevor da irgendein anderes Gebäude war. Das war die erste zivilisierte Einrichtung im Tal unten. Also mein Haus war schon zuerst da, aber im Tal hier unten. Das hier, dieses kleine Gehege, ist die Ursache, warum hier überhaupt ein Dorf entstanden ist. Ja. So, warum steht dieses Gehege? Warum haben wir es gebaut? Ganz einfach, vor 2 Jahren, so F10 Server, voll privat, Survival, wollte ich natürlich nicht cheaten, haben wir auch nicht gecheatet, aber ich brauchte rote Wolle für mein Dach. Und hier waren nicht so viele Schafe, oder ich war einfach zu faul, um mehr Schafe zu finden. Also habe ich so gemacht, dass ich mit MC Edit, ich bin so ein mieser Hund, mit MC Edit, Minecraft Level Editor, mir hier einen Schafspawner hingestellt habe in das Tal. Das war nicht cheaten, ich habe nichts gemacht im Kill. Das war ein außenstehendes Programm, das galt nicht als cheaten. Habe ich hier den Schafspawner gemacht, damit ich mehr Schafe habe, damit ich mir mein Dach aus der roten Wolle vollenden kann. Also erst ursprünglich war das mein Schafsstall, da war auch ein Schild, F10s Schafsstall. Das war damals überall so, wir haben überall mit Schildern draufgeschrieben, wem was gehört hat. Wir waren eigentlich ziemlich asozial, merke ich gerade. Oder zumindest ich. Ich habe bei jeder Tür, die irgendwie zu meinem Berg geführt hat oder in meinen Berg geführt, draufgeschrieben, Gebiet von F10. So nach dem Motto, betreten auf eigene Gefahr, ich schieße dich ab. Jetzt ist es natürlich nicht mehr so, jetzt kann da jeder überall reinspazieren. Jetzt ist es auch nicht mehr F10s Schafsstall, sondern die Rasenmäherzuchtanstalt, egal. Unglaublich, wie viel ich über so ein kleines Gehege erzählen kann. Ich fürchte, das wird furchtbar uninteressant. Egal, ich versuche, dass ich weiterkomme. Hier, das hier ist unser kleiner Gedenkpark mit so ein paar Statuen. Hier haben wir in Gedenken an Fred, eine glückliche Spinne. Damit ist Fred die Spinne gemeint, wer hätte es gedacht. Und zwar von Fred Server, das habe ich im letzten Teil erwähnt. Fred Server ist, das steht eh da, ich lese einfach vor. Freds ist das Wappentier von Fred Server und Fred Server ist F10s Ersatz- oder Testserver. Für genauere Informationen seht euch die letzte Folge an. Das ist, ich nehme die Leiter. Wie dieses Zitat von mir entstanden ist, fragt ihr am besten Whisper of Fate, also den Lukas. Der war da dabei. Und das ist die Goldstatue aus dem alten F10 Classic Server. Ja, wir hatten auch einen Classic Server, also dieses ganz alte Minecraft, das man im Browser spielen musste, wo es nur Creative Modus gab. Ja, das hatten wir auch. Und da hatten wir auch mal eine Stadt gebaut, so ähnlich wie heute F10 City. Und da haben wir in der Mitte eine Goldstatue gestellt und ich habe diese Goldstatue dann importiert mit MC Edit. Bedauerlicherweise haben wir die Welten nicht mehr von damals. Diese alten Classic-Welten, ich hatte sie noch lange Zeit, aber die habe ich dann irgendwann verloren und verlegt. Und selbst wenn ich sie nicht verloren oder verlegt hätte, wären sie jetzt sowieso gelöscht, weil letzte Woche meine zweite Festplatte abgeschmiert ist, wie euch vielleicht aufgefallen ist. Deswegen war ich so lange inaktiv. Egal, ich schweife ab. Jedenfalls, das ist eine alte Goldstatue. Nur damit ihr wisst, das ist nicht irgendeine Goldstatue, die wir hergestellt haben. Nein, die hat wirklich Geschichte und historischen Wert und ist urhässlich. Das hier ist ein Nachbau des Activate Minecraft Hebels von der Minecon 2011 aus Las Vegas. Und das hier ist das 300-Spieler-Denkmal, wo man nicht hineinfallen soll. Das habe ich gebaut, als der Server 300 Spieler erreicht hat, also insgesamt 300 Spieler. Nicht gleichzeitig online, aber insgesamt 300 Spieler, die jemals da waren. Und deswegen habe ich, das ist F10-Server, genau. Ich nehme mal an, dass ich diese Anspielung jetzt nicht erklären muss. Aber bitte fallt nicht hinein, weil wenn ihr darunter fallt, dann seid ihr tot und das wäre nicht schön. Ja. Es sind Andenken, bei denen man sterben kann. So etwas gibt es nur bei uns. Ein anderer Grund, warum ihr herkommen solltet. So, ich laufe zuerst darüber. Also die Schafe mit ihren Feuerwerksraketen sind nervig. Ich laufe zuerst darüber. Hier geht es zum Bahnhof. Und hier ist das Spawn Village Mining Office. Warum ist das hier? Ganz einfach. Dieses Gebäude, dieses wunderschöne Gebäude, steht auf einem Loch. Ja. Hier, das ist eh noch ziemlich offen, hier ist ein natürliches Loch, das war da von Anfang an.
Und das war hier so günstig. Das war, wir haben da auf den Bergen, darum haben wir unsere Häuser gebaut. Und als wir dann Erze haben wollten, Eisen, Gold, Reichtum, sind wir alle in dieses Loch hineingesprungen und haben dort unsere Sachen abgebaut. Das ist die Spawn Village Höhlen sind da unten. Das war ziemlich witzig. Wir sind alle gleichzeitig hinein. Jeder hat die Gänge für sich beansprucht, mit Schildern markiert, das gehört mir, geht's da nicht rein, alles da drinnen gehört mir. Und dann, es gab schon fast Kriege deshalb, um Gottes Willen. Wir waren nur 4 Leute. Ich glaub PvP war damals auch eingeschalten. Das war schrecklich. Es war lustig, aber es war schrecklich. Das vermisse ich irgendwie, die Uhrzeiten des Servers mit Survival. Naja, das könnt ihr jetzt im PvP machen. In der PvP-Welt könnt ihr euch immer noch die Köpfe abreißen, wenn ihr wollt. Ist eh lustig ab und zu. Ich suche nur gerade die Haupthöhle, genau. Die Haupthöhle, die ist so ziemlich in der Mitte des Höhlensystems. Und hier gibt es nämlich... Was ist das? Diese Werkbank und dieser Ofen, die sind historisch. Oh mein Gott, da sind 64 Diamanten drin. Du liebe Güte, wo kommen die hier? Wird hier reingegeben? Mr. Smooth. Oh, wie süß von ihm. Das ist jetzt ein Geschenk von Mr. Smooth an die Öffentlichkeit. Ich zeige in diesem Video, hier sind 64 Diamanten drinnen. Holt sie, findet sie. Ich bin gespannt, ob sie jetzt wirklich jemand findet. Hier, in den Spawn Village Höhlen. 64 Diamanten, umsonst, von Mr. Smooth. Schnappt sie euch. Ich bin gespannt, wer der Erste ist. So, das wollte ich eigentlich gleich zeigen. Da geht's zu Mr. Smooths Berg. Es war nämlich witzig. Wir waren alle auf unseren Bergen, wie schon gesagt. Und haben aber auch... Wir sind nicht nur alle in das Loch hineingesprungen, nein, wir haben auch Minen in unseren Bergen gegraben. Und unter der Erde sind wir uns dann alle begegnet. Das war ziemlich witzig. Wir haben Minen gegraben und sind dann in dieser Haupthöhle auf einmal alle zusammengekommen. Und dann haben wir wieder gestritten, wem was gehört. Jedenfalls wollte ich nur herzeigen, dass wenn man hier rauf geht, dass man irgendwann da voll umständlich zu Sebis Berg wieder hinauskommt. Ich möchte damit nur beweisen, dass... Oh mein Gott, was ist das? Ich möchte damit nur beweisen, dass wirklich alles verbunden ist. Und hier wurde dann später vor kurzem der Bahnhof reingebaut. Damit habe ich Sebis Leiterweg kurzzeitig unterbrochen. Das haben wir dann wieder aufgebaut. Ja, es ist sofort... Das ist eine andere negative Eigenschaft für mich. Ich fange nicht nur an, Kolonien in Gebieten von anderen zu bauen. Nein! Wenn ich was in Gebieten von anderen baue, dann durchtrenne ich auch Gänge, ohne es zu merken. Mir ist nicht mal aufgefallen, dass da ein Leiterweg war, als ich das gebaut habe. Das tut mir so leid. Aber egal, wir haben es jetzt eh wieder verbunden. Es ist ja alles in Ordnung, alles in Ordnung. Wo geht's denn da hin? Jedenfalls sind wir in Sebisberg. Hier. Irgendwo hier. Hier, hinter dieser Wand, versteckt, ganz geheim, darf keiner wissen. Verratet das ja niemanden, das ist die kriminelle Vergangenheit von Mr. Smooth. Hier in diesem Raum fand nämlich der große Schweineunfall statt. Der Grund, warum Sebi so viele Kisten mit Schweinefleisch hat. Damals, vor 2 Jahren, als wir langsam vom reinen Survival-Server so auf Bucket mit vielen Plugins rübergeschwankt sind. Was rede ich eigentlich? Egal, als wir einfach Bucket-Plugins bekommen haben, haben wir dann irgendwann den Spawn-Command entdeckt und haben hier Schweine gespawnt. Ganz viele Schweine, das war voll lustig. Aber irgendwann waren es so viele, da habe ich... Irgendwer hat, glaube ich, 10.000 eingegeben. Ich weiß nicht mehr, wer, Sebi oder dich, oder beide gleichzeitig, keine Ahnung. Jedenfalls waren das dann so viele Schweine, dass der Berg mehr oder weniger geplatzt ist. Und die Schweine sind durch die Wände rausgeglitscht und BOOM! Und... Dann war ganz Spawn Village voller Schweinefleisch. Das war ziemlich witzig, da gibt's auch Bilder davon. Ja, das war der große Schweineunfall von Sebisberg. Seitdem hat er Schweinefleisch im Überschuss und seitdem gibt es hier auch keine Schweine mehr. Irgendwie. Was eigentlich unlogisch ist, weil wir neue Schweine gespawnt haben, aber egal. Ach ja, ich könnte, bevor ich noch zu anderen wichtigen Gebäuden komme, noch hier herzeigen, kurz. Hier unten, versteckt, hier, ist meine Mine. Ich habe jetzt erst erzählt, dass wir Minen gegraben haben und uns dann unter der Erde begegnet sind. Hier ist meine Mine. Ich möchte nur kurz herzeigen, wie diese Abgrenzungen aussahen, mit denen wir markiert haben, wem was gehört. Hier ganz unten. Gott, ich war ja lange nicht mehr. Irgendwo. Wie ist denn das? Ich glaube da unten. Genau da. Da habe ich dann so einen Torbogen gemacht und geschrieben: Vorsicht, Mine, Gebiet von FCN. Alle Rohstoffe ab hier gehören FCN. Und da hat keiner rein dürfen. Und wahrscheinlich sind Leute reingegangen, aber es ist keiner reingegangen. Von diesen Höhlen hier
die ich hier entdeckt und gegraben habe, stammen so ziemlich alle Rohstoffe, die ich damals natürlich abgebaut habe. Wo die anderen ihre Sachen hier haben, weiß ich nicht, aber auch irgendwo in der Nähe hier, unter Spawn Village. Und hier oben, da sind auch, habe ich überall solche Tore gemacht. F10 Stollen. Und das war alles zu. Da hat keiner rein dürfen. Jetzt ist alles offen. Wir haben überall geschlossene Grenzen gehabt. Wir waren ziemlich, ziemlich böse. Wenn es um die Rohstoffe gegangen ist, waren wir ziemlich verfeindet schon fast. Wo bin ich jetzt? Das weiß ich nicht. Oh mein Gott, wo bin ich hier? Ich will hier weg. So, okay. Ah, und dann kommen wir zu diesem Turm. Dieser Turm ist eines der ältesten Gebäude und er hat auch eine lange Geschichte. Er ist dadurch entstanden, dass mir langweilig war und dass ich zu viel Cobblestone hatte. Diese zwei Bedingungen müssen erfüllt werden, damit so ein Turm entsteht. Natürlich sah der damals nicht so episch aus, ich habe eh noch Bilder von früher. Dieser Turm war ursprünglich nur ein Cobblestone-Turm, weil ich den ganzen Cobblestone, den ich von den Minen hatte, einfach mal verbrauchen wollte. Später wurde er zum ersten Mal renoviert und es wurden diese Steinziegel eingebaut und jetzt vor kurzem mit dem Marmor wurde er nochmal renoviert und der Beacon wurde eingebaut und in Wolken wird es jetzt voll episch ausschauen. So. Und jetzt ist das der Turm der Zeit. Erinnert mich ein bisschen an The Legend of Zelda. Warum steht hier unten? Hier. Dieser Turm wurde vor circa 1,5 Jahren gebaut. Nicht mehr vor 2 Jahren, vor 1,5 Jahren. Er wurde bei den 1.8 und 1.5 Updates renoviert und steht nun als Symbol für alle Epochen und Updates, die der Server durchgemacht hat. Ja? Also dieser Turm, deswegen heißt der Turm der Zeit, dieser Turm ist so das Symbol für das Alter des Servers. Man geht hier rauf und erinnert sich an die Vergangenheit, Updates und Bugfixes und schrecklich und Wirtschaftsreformen und Regierungen, die gestürzt wurden und Demokratien, die eingeführt wurden und Republiken und FC City und blablabla. Da ist man irgendwann hier. Man hat die ärgsten Flashbacks und dann kann man hier die wunderschöne Aussicht über ganz Spawn Village genießen, sowohl dieser Teil als auch ein bisschen was von da hinten. Und hier der neue Teil, der jetzt dann entsteht, langsam. Und hier haben wir diese Fackeln, unter Anführungszeichen Fackeln, das sind Enderkristalle, hier als Fackeln. Und die explodieren dauernd, weil irgendjemand draufhaut. Und ich noch nicht weiß, wie ich verhindern kann, dass sie explodieren. Wundert mich, dass das Ding gerade ganz ist. Normalerweise, jedes Mal, wenn ich herkomme, ist es irgendwie kaputt. Jedenfalls, das muss ich kurz herzeigen. Ich weiß, Selbstlob ist schrecklich, aber ich finde, das schaut so episch aus mit den Beacon-Lichter drin, wenn man das von weiter weg betrachtet. Das ist so richtig... Das ist das Zentrum der Zeit, die alle Magie der Welt, alle Mächte sind hier gebündelt in diesem Turm, in Spawn Village. Schrecklich, geschichtlicher Mittelpunkt, Katastrophe, uralt, okay, egal. Hier gibt es auch hier unten, hier gibt es den Beacon-Raum. Das ist ein kleiner Gang, der zum Beacon führt, wo dieser Strahl herkommt. Man sieht ja, wenn man hier drinnen ist, sieht man ja, da ist irgendwo da unten, da ganz unten ist der. Da. Ach ja, genau. Wann war das? In der ersten Folge habe ich gesagt, dass ich die Goldblöcke, die ich vor 2 Jahren im Survival-Modus erschaffen habe, vor kurzem benutzt habe. Ja, dieser Beacon wird nämlich betrieben von den Goldblöcken, die vor 2 Jahren erschaffen wurden. Deswegen, das ist noch mehr als, das ist noch mehr symbolisch für, keine Ahnung, Fusionierung aller Zeiten und Epochen. Und, genau. Man kann die Tür aufmachen, ja. Es gibt einen versteckten Knopf, wie man diese Tür öffnet. Doch ich verrate euch nicht, wo dieser Knopf ist. Nein, er ist nicht hinter der Säule. Das wäre viel zu einfach. Aber ihr müsst den Knopf nicht unbedingt suchen, weil es ist nichts Besonderes drin, es ist nur ein Beacon. Das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ihr da reinkommt, ist, dass ihr irgendwelche Zauber auf den Beacon umstellt, aber das ist mir ziemlich Wurst. So, da vorne, dieses Gasthaus habe ich schon hergezeigt. Das hier ist der Holzfäller Club Golden Eggs. Golden Eggs Holzfäller Club, der ist nicht wichtig. Und das hier ist wichtiger. Ja, diese alte hässliche Ruine ist wichtiger als das hier. Das ist uralt, wie so vieles in Spawn Village. Das ist nämlich, ich glaube sogar der erste Bahnhof, den Stocky versucht hat zu bauen. Ah, jemand will anscheinend Nacht haben. Oh, ich sollte den Chat beachten. Gut, dann machen wir halt Nacht, egal.
Stocke 14, damals im Survival-Modus hat er sie gebaut, aus Cleanstone war das damals, und wollte hier einen Bahnhof machen, es hätte ein Hauptbahnhof werden sollen, nur der ist nie wirklich fertig geworden, hat auch nie wirklich ganz funktioniert und dann war er weg. Und dadurch, dass er dann weg war und sich niemand mehr drum gekümmert hat und der Bahnhof uralt ist und eh nie benutzt wurde, hat sich die Natur ihr Gebiet zurückgeholt und jetzt ist das hier ein historischer Ort. Indiana Jones wäre glücklich, wenn er sowas Altes findet. Oh mein Gott, dieses Minecart ist 2 Jahre alt! Ich sitze in 2 Jahre altem Metall! Igitt, das ist eklig. Vor allem dieser Raum hier mit den Schienen ist uralt. Ich kann mich noch erinnern, als wir das hier gebaut haben und die Schafe hier gespawnt sind, weil hier Wiese ist. Damals sind Tiere noch automatisch dort gespawnt, wo Wiese war. Jetzt ist das nicht mehr so. Ja, furchtbar. Diese Bahn, das ist die einzige Bahn, die funktioniert. Die führt in meinen Berg hinein. Da rauf irgendwo. Gut. Einer der angefangenen Bahnhöfe von Stocke 14. Und der wird niemals abgerissen, um Gottes Willen, der bleibt da, weil er so historisch ist. Auch wenn Spawn Village irgendwann zur fetten Stadt wird, das bleibt da. So, das ist der neueste Teil und das neueste Gebäude von Spawn Village. Das habe ich vor kurzem gebaut. Es ist damit auch jetzt das größte Gebäude von Spawn Village, eigentlich. Und ja, ich weiß aber nicht ganz, was es ist, ehrlich gesagt. Es hat diesen Gang hier und dann hier diesen leeren Raum, der noch nicht eingerichtet ist, weil ich bin extrem schlecht, wenn es darum geht, Gebäude einzurichten. Irgendwas zu bauen, das von außen super cool ausschaut, das kann ich auch gut, aber innen, Es hat hier dieses kleine Glashaus, da habe ich eigentlich nur Setzlinge gepflanzt und die ganz dicht beieinander, weil ich mir dachte, ja, die wachsen eh nie, weil sie so dicht beieinander sind. Und dann komme ich zurück, alles zugewachsen. Ist ein bisschen schief gelaufen, ehrlich gesagt. Aber es schaut so auch gut aus. Jetzt ist es halt eine Baumschule. Also, wenn ich das irgendwann einrichte oder eine Idee habe, was es werden soll, es wird sicher irgendeine Art, Riesengärtner, Baumschule, irgend sowas. Wo irgendwas angepflanzt wird. Hier ist ein Kran. Den habe ich eigentlich nur hergebaut oder herkopiert eigentlich, damit man sieht, hier ist eine Baustelle. Aber ich mache den Kran so sehr, ich glaube, ich lasse ihn jetzt dauerhaft, da bleibt jetzt auf ewig. Und das ist ein Heißluftballon von Whisper of Fate, also von Lucas. Da fällt mir was ein, richtig, da fällt mir was ein. Hier hinten, hier, ist nicht der Wald deiner Mutter, nein, hier ist ein Häuschen, das sich der Lucas gebaut hat, als er zum ersten Mal auf unseren Server kam und damals natürlich noch nicht Admin war. Der Lucas hat diese seltsame Eigenschaft, er ist wie ein Eichhörnchen. Das klingt jetzt extrem komisch, aber der Lucas ist wie ein Eichhörnchen, wenn es darum geht, Häuser zu bauen. Eichhörnchen vergraben die Nüsse im Wald, vergessen teilweise, wo sie sind und dort wachsen dann Bäume. Beim Lucas ist es so ähnlich. Der baut sich ein Haus, vergisst, wo dieses Haus war oder vergisst, dass er überhaupt ein Haus hatte, läuft woanders hin und baut sich ein neues Haus. Das endet damit, dass der Lucas ungefähr tausende Häuser über den ganzen Server verteilt hat und er wahrscheinlich nicht mehr weiß, dass er so viele hat. Und bei jedem Haus habe ich ein Schildchen gemacht. Dies ist also 1000 Verstecke von Whisper of Fate. Das ist so ein Running Gag. Wenn ihr irgendwo eine potthässliche Hütte, irgendwo eine Hütte findet, dann ist wahrscheinlich so ein Schild drinnen. Weil es wahrscheinlich eines der 1000 Verstecke von Whisper of Fate ist. Und die sind wirklich überall. Hier ist eins. Hier vorne ist noch eins. Das hat er auch gebaut. Wie konnte er dieses Haus bauen, ohne zu merken, dass da drüben ein Haus von ihm war? Ich weiß es nicht. Hier ist sein Winterversteck. Und hier ist ein Heißluftballon. Das ist ein fliegendes Versteck. Naja, fast. Die Häuser von Lucas werden wir noch oft finden. Die sind wirklich fast überall. Das ist fast wie die Bahnhöfe von Stocki. Nur fast. Diese Pyramide ist ebenfalls uralt. Die habe ich gebaut vor circa 2 Jahren. Und sie ist bis heute nicht hundertprozentig fertig. Von außen schon. Aber innen gibt es, das ist so richtig pyramidenmäßig, da gibt es viele Gänge, das ist wie ein Labyrinth, das könnt ihr euch mal anschauen, das ist ziemlich witzig. Aber wenn man hier ganz raufkommt, ich benutze einfach den Kompass. Hier ist es noch nicht fertig, hier enden die Gänge noch im Leeren und das habe ich nie fertig gebaut und hoffentlich baue ich das irgendwann fertig. Andererseits ist es schon fast Tradition, dass die Pyramide nicht fertig ist. Hier drin sind Schätze versteckt, soweit ich mich erinnern kann. Also wenn dir nicht schon jemand gefunden hat, dann könntet ihr jetzt hierher kommen, in die Pyramide reinlaufen
den Labyrinth der Verwirrung und den Zombies trotzen und die Schätze finden. Naja. Mysteriös. Pharaonen sind hier begraben, was weiß ich was alles. Die wurde im Survival-Modus übrigens gebaut. Oder zumindest im Survival-Modus angefangen. Ich glaube, sobald ich angefangen habe, den Innenbereich zu bauen, hatten wir, glaube ich, schon too many items. Wenn man diesen Weg hier weiter folgt, immer weiter, durch diesen Wald, kommt man zum Schloss, das ihr hoffentlich alle kennt. Darüber gibt es schon einige Videos, zum Beispiel die Timelapse oder die Schlosstour. Und ja, ich wollte eigentlich, wenn ich, also ich werde es nicht herzeigen, eben weil es andere Videos davon gibt. Ich wollte euch nur zeigen, wo es ist, vom Spawnpoint aus gesehen. Und das Schloss ist das erste Großprojekt des Servers, Großbauprojekt. Ursprünglich hätte es eigentlich so eine Art Community-Projekt werden sollen, wo jeder am Server mitbauen kann. Damals war jeder am Server so circa 20 Leute insgesamt. Aber irgendwie war dann keiner da und dann wollte doch irgendwie keiner und also habe ich es allein gebaut. Größtenteils, bis auf ein paar kleine einzelne Räume. Gut, also hier ist das Schloss und damit ihr wisst, wo es ist, hier ist das Schloss. Wunderschön, hier ist das Schloss. Ich wollte eigentlich zu Spawn Village zurück, weil wir sind dort noch nicht ganz fertig. Das hier ist übrigens Thaddeus Schneeburg. So, ich habe noch nicht mal alle Berge hergezeigt. Also das hier ist Sebisberg, kennen wir schon. Das ist Meinberg, kennen wir schon. Das hier ist Floßberg. Flo hat sich hier sein Haus gebaut. Und das sah immer so aus. Der hat schon vor 2 Jahren so schön gebaut. Das ist ein Wahnsinn. Der Flo und sein Bruder, der Raffi 01, die sind beide sehr, sehr gute Bauer. Es ist ein Wahnsinn teilweise, was die aufbauen. Ich werde das später eh noch herzeigen. Die können sicher besser bauen wie ich, ne?